Die beliebtesten Vornamen des Jahres sind Emilia und Noah. Bei den Jungs wurde damit der Name Matteo auf den zweiten Platz verdrängt. Bei den Mädchen ist die Spitze gleich geblieben. Die Liste wurde von Vornamenexperte Knut Bielefeld erstellt und auf dem Blog beliebtevornamen.de veröffentlicht. Ein weiterer Gewinner der jungen Namen ist Theo. Seit Jahren steigt der Name stetig in Sachen Beliebtheit und ist in diesem Jahr auf Platz 6 gelandet. Ein Verlierer des Rankings ist Ben, der bis 2020 9 Jahre lang an der Spitze war. Seitdem sinkt der Name weiter ab, dieses Jahr reicht es nur noch für Platz 10. Für das Ranking haben Bielefeld und sein Team rund 250.000 Namen aus über 400 Städten untersucht. Das entspricht etwas mehr als 30% der geborenen Kinder in Deutschland.